Ich meine Freunde, willkommen hier zu einem neuen Video. Ne, coole Games Zocker. Wohnen noch sonst? Ja, ich habe mir das letzte Mal schon mal so ein Ding gekauft, aber ich habe es nicht unboxed. Und ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und zwar habe ich mir heute einen neuen Fidget Spinner gekauft. Yeah! Ach ja, und nicht vergessen, liken, teilen. So, liken, teilen, abonnieren. Das bringt einiges. Mhm. So, auf jeden Fall habe ich mir den heute im Asialaden gekauft. Wer den kennt hier in meiner Stadt, ist gleich hier unten. Also wer den kennt, der kann ja da hingehen und sich einen holen, wenn er möchte. Da gibt es ganz, ganz viele Fidget Spinner zur Auswahl. Und ich habe mir den hier ausgesucht für 7 Euro. Ist eigentlich ein... ja, locker Preis halt. Vorab muss ich noch was Kurzes sagen. Und zwar war ich hier so eine Folie drin. Hier ist noch der Rest. Hier war so eine Folie drin. Aber die ist schon abgegangen und darum habe ich die dann auch noch abgemacht. Und ja, dann würde ich sagen, wir packen die mal aus. Ach ja, übrigens, die Frau im Asialaden hat den schon mal ausgepackt, um zu testen, wie... also... ob die sich gut dreht. Also, das ist die Verpackung, die können wir wegschmeißen. Und ja, hier, das war mein Fidget Spinner, den ich hier gekauft habe in der Müller. Damals. Und ihr seht schon, der rutscht hier schon vom Kugellager runter. Ja. Ich muss den präparieren. Halt. Und ja, ist richtig schwer, den wieder aufs Kugellager drauf zu bekommen. Und ja, der macht schon Geräusche. Der ist richtig laut. Und Alter, das sieht so aus, als ob der sich hier ganz langsam dreht, aber in echt dreht er sich richtig schnell. Okay, wir nehmen mal an. Ja, das ist auch nicht mehr so schön. Okay. Kommen wir jetzt zu diesem Prachtstück. So. Ich finde das Design auch echt gut. Oh, was ich aber nicht toll finde, hier sieht man das so. Ja, man, hier sind so Fingerabdrücke und sowas. Hier sind so ein paar Kratzer überall. Also ich finde das nicht gut. Ein Freund von mir hat auch gesagt, dass die Fidget Spinner dort auch gebraucht sind. Also hier dreht er sich auch so langsam, aber der dreht sich in echt viel schneller. Und hört mal hin, der macht fast kein Geräusch. Wie leise der ist. Leute. Der ist richtig leise. Okay, halt mir den mal an. So. Ihr seht doch hier diese Zacken. Ja. Die sind dazu gedacht, um so... huch, um so zu machen. Halt, wenn man den so spinnen will. Oder rotieren lassen will. Dazu ist das gedacht. Und dass der sich schneller dreht halt. Der also, damit er sich schneller rotiert. Ich vergesse das Wort rotieren immer. Der ist auch schon golden hier. Ist ein goldener Fidget Spinner. Ja. Eigentlich könnte man hier die Plättchen abmachen, um ans Kugellager zu kommen, aber es geht nicht, weil ich gerade was sehe. Die Plättchen sind miteinander verbunden. Ja. So. Auf jeden Fall. Ja. Und nun kommt der große Moment, auf den wir alle gewartet haben. Wir lassen einfach mal aus Spaß beide drehen. Also beide rotieren. Oh, fuck. Oh, Entschuldigung. Leute, schaut mal. Hier, das Kugellager ist wieder weggerutscht. Schaut mal. Alter, wie mies. Der ist so mies. Oh, so. Probieren wir es nochmal. Da, schon wieder. Alter, ich muss das Kugellager mit Heißkleber wieder ankleben. Ja. Na gut, Leute. Ich muss den jetzt erstmal gleich wieder präparieren. Das war's mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Und wenn euch mein Kanal ohne meine Videos gefällt, dann lasst doch eben ein Abo da.
Und ja. Ich muss noch was Kleines sagen. Und zwar, dieser Fidget Spinner wird beim Foxy Flock vorkommen. In Foxy Flock 2 halt. Komplett verpackt wieder, sage ich nur. Na gut. Dann schau mal, liebe Freunde. Einen schönen Tag noch.